Ja, was geht das, Hilfe? Hört mal wieder auf mein neuer Freund von dem lieben Miguel Pablo reagieren. Und ich wollte eigentlich nicht mehr auf ihn reagieren. Und keine Ahnung, irgendwie tausende von euch haben mir wieder diesen Videolink geschickt und einfach gesagt, Max anschauen. Und ich dachte mir so, okay, Entschuldigung. Deswegen gibt's noch mal eine Reaktion. Anscheinend hat der junge Herr wieder einen neuen Freund und ich soll mir das doch mal gerne angucken. Ich habe keine Ahnung, warum Leute dazu eine Reaktion sehen wollen, aber ja, ist okay. Jo Leute, ich habe heute ein sehr ernstes Video mit euch zu besprechen und zwar... Aber das erste, was mir direkt aufgefallen ist, ist das Like-Dislike-Verhältnis, welches deutlich besser ist als das letzte, welches wir ja alle kennen, glaube ich 90.000 Daumen nach runter. Ich glaube insgesamt 60.000 Daumen nach hoch. Ja gut, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich ein bisschen zu aufgeregt, aber ja, trotzdem fand ich es dann doch auch nicht so, weil ich auf der Seite von Just Nero, Grüße gehen raus, oder Just Nero, wie man ihn auch immer nennt, sorry, aber Grüße gehen raus. Ich bin auf seiner Seite, denn ich habe mir das Video von ihm reingezogen, auf dem Twitch-Livestream, im Twitch-Livestream. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch seiner Meinung. Aber wenn es natürlich real ist, Glückwunsch. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lange drum rum. Let's go. Einige von euch mitbekommen haben, gab es halt Probleme mit meinem Freund, mit meinem jetzigen Ex-Freund. Wie soll ich sagen? Ich fühle mich gerade irgendwie... Ich bin so gespalten. Meine Emotionen sind... Ich kann es irgendwie gerade nicht in Worte fassen. Ich habe da einfach wen anders kennengelernt. Okay. Und ich weiß, das wird jetzt vielleicht nicht gut bei euch ankommen so. Und viele werden sich denken, ey, was ist los bei dem? Aber Leute, ich kann nichts für meine Gefühle. Ich hab wen anders kennengelernt. Und ich konnte einfach nicht mehr mit meinem Ex-Freund zusammen sein, weil ich einfach mehr Gefühle für diese andere Person hatte. Sie spielt jetzt so eine wichtige Rolle in meinem Leben. Wir haben uns halt getrennt. Wir haben uns halt öfter gestritten hinter der Kamera. Es gab auch immer Stress wegen den ganzen Fame, wegen den ganzen Leuten, die uns geschrieben haben. Und das ist uns beiden irgendwie zu Kopf gestiegen. Und jetzt habe ich einfach, wen gefunden, so der ist einfach, den ich mehr ins Herz geschlossen habe, für den ich einfach mehr Gefühle hatte. Okay. Und Leute, was soll ich sagen? Ich bin auch nur Mensch. Klar, jetzt könnten einige sagen, warum machst du jetzt ein Video mit deinem neuen Freund oder warum willst du ihn euch zeigen? Ich will offen und ehrlich zu euch sein und ich will euch alles zeigen, was in meinem Leben passiert. Und ich mache ja gerade sowieso täglich Videos, deswegen muss ich euch up to date halten. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ankommen wird, aber das Wichtigste ist immer noch, Leute, das dürft ihr nicht vergessen, dass ich glücklich bin. Nee, das Video kann ich nicht. Also, so leid es mir tut, aber... Dieses Video, wie er redet, ist schon komplett anders, Mann. Ich meine, in dem Video, wo er sein Outing gemacht habe, so muss ich erklären, wo er sein Outing gemacht hat, da hat er, also ich habe das Gefühl, er meint das hier nicht so ganz ernst, aber okay. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt habe. Glaub mir, Leute, ich bin wirklich froh. Trotzdem tut es mir leid für meinen Ex-Freund, dass ich ihn verlassen habe, halt wegen den jetzigen Freund für einen anderen. An der Stelle, falls du das siehst, es war eine schöne Zeit und man bildet sich immer mehr ein, letztendlich, als es dann wirklich ist. Ihr kennt das wahrscheinlich oft, wenn man im jungen Alter ist und Beziehungen hat, die halten dann doch nicht so lang, wie man es sich erhofft hat oder gedacht hat. Und dann gibt es halt einfach so Situationen, wo man dann einen neuen Partner hat oder sich in eine andere Person halt mehr verliebt und es hat einfach bei dieser Person... Nee, kenne ich nicht, ich habe keine Freundin. Seit 1, 2, 3, 4, 5... 5, 7, 7, 8, ja, so ungefähr. Ein Klick gemacht, wir haben uns getroffen und es war Liebe auf den ersten Blick. Okay. Das hört sich jetzt klischeehaft an, aber wirklich, wir haben uns... Das hast du doch bei dem anderen Freund auch schon gesagt, das ist dein erster, der erste junge Mann, ich zitiere, den du attraktiv findest. Gesehen, ich habe einfach Gefühle... Okay. Gefühlt, die ich noch nie gefühlt habe. Und ich denke, ihr werdet es auch verstehen, wenn ihr ihn jetzt sehen werdet, ich werde ihn euch jetzt zeigen, dann werdet ihr auch nachvollziehen können, dass wir wirklich Seelenverwandte sind. Und ich merke auch, dass mein Freund jetzt mittlerweile wieder hetero wird, weil so einen Spaß wie mit mir wird er nie wieder haben. Wir hatten Dinge erlebt, wir haben Dinge gemacht, die kann ihm keiner bieten. Und Leute, ich stehe auf denselben Typ Mann. Also ich habe mir wieder jemanden ausgesucht, der wirklich... meiner Meinung nach sehr hübsch ist. Und er sieht meinen Ex-Freund sogar
ein bisschen ähnlich. Ich finde ihn aber deutlich hübscher. Das ist halt meine Meinung. Das soll jetzt auch nicht mein Ex-Freund verletzen, aber ich finde, er ist einfach ein Adonis. Und Leute, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, weil es halt ein sehr ernstes Video ist, schreibt einfach mal in die Kommentare, wen ihr persönlich einfach süßer findet. Und ja, mein neuer Freund steht jetzt nicht wirklich in der Öffentlichkeit. Man kennt ihn eigentlich. Ja, und dann kommt er bei Miguel Pablo ins Video, welches 700.000 Aufrufe hat und auf Platz 11 auf den Trends ist. Ja, also... Deswegen zeige ich ihn euch jetzt. Bitte geht nett mit ihm um. Und nein, er macht das nicht für Fame. Und Leute, behandelt ihn bitte wie ein Mensch. Also, ich weiß nicht, ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht kennen, aber er stand auch noch nie in der Öffentlichkeit. Das nicht ernst, aber glaubt mir, es ist einfach mein Traum, Mann. Und ja, Leute, eigentlich ist das kein trauriges Video, weil... Ich kann euch jetzt meinen neuen Freund präsentieren. Sind wir nicht das fresheste Paar in Deutschland? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Er hat uns ja alle hops genommen, Digga! Hä? ABK? Was? Was? Hä? Hey, wait, warte, bitte, was? Das ist erstmal 100% nicht real, oder? Oder? Wait, what? Wait, das ist... Wait, what? Es zerschreckert mein Kopf. War das jetzt ein Prank? Oder war das... Hä? Ja gut, jetzt check ich schon klar, weil die... Hä? Also ich meine, ja, aber... Bin ich der Einzige, der sieht, wie ABK lacht? Ja, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber... What the... Bitte, was? Ist das jetzt ein Joke oder ist das jetzt real oder... Hä? Ja, auf jeden Fall, wir beide, wir haben uns gesehen, direkt war da. Gefühle und so, übertreibe ich. Ja, auf jeden Fall, ich habe den damals so gesehen und ich bin auch nicht so in der Öffentlichkeit, also ich habe mit YouTube gar nichts zu tun. Da hat die gerade den Achsel gerochen, Ehre. Also, aber bei dem war so anders, für den stelle ich mich vor die Kamera, für den würde ich auch alles machen. Mach doch nicht so, dass meine Mutter sieht, Alter. Leute, auf jeden Fall, ich habe den auch von Anfang an gesagt, sein anderer Freund, den der hatte, das war richtig fake, man hat das gesehen und so, weil der war so richtig fame geil, hast du gesehen, wie der da so saß, so Beine so breit gemacht, so richtig wie so eine Schlampe. Aber jetzt bin ich mit Miguel zusammen und ich bin richtig glücklich mit dem, ne? Ein richtig guter Junge ist das. Ich werde ihm auch helfen, weil ich habe gedacht, es gibt Hassanet, wenn ich ihn auf den richtigen Weg dann bringe. Also im Sinne von aus seiner Psychose auch raushelfe und so. Ich bin auf jeden Fall für ihn da. Und ich habe auch oft hinter der Kamera mit dem schon geschrieben, bevor das auch alles hier im Internet war. War auch richtig stolz auf den, als er sein Abitur geschafft hat, ne? Hab dem ein bisschen Nachhilfe gegeben und dann hat er schon so bei den Nachhilfestunden ein bisschen gemerkt, ja. Mein Kopf ist gerade wirklich nur noch am Überlegen. Hat er jetzt alle Hops genommen auf YouTube? Hat der wirklich einfach 3 Millionen Klicks abgefarmt oder wie viel auch immer der hat? 4 Minuten 36 war ich, aber... Hä? Wie viele Klicks hat der jetzt gemacht? Just a second. Nee, hä? Alles fake, die Wahrheit. Hä? Ich bin gerade wirklich... Also, es tut mir leid, ich bin... Es geht zu weit. Wie viele Klicks hat der? 1,4 Millionen. Okay, gut, 3 Millionen ist jetzt ein bisschen zu viel, aber 1,4 Millionen. Ich meine, das sind gute Klicks im Dezember. Das gibt safe auch Geld, aber... Hä? Videochat mit fremden Mädchen? Hä? Alter, dieses Video... Nee, also... Muss ich mir dieses Video anschauen? Alles fake? Die Wahrheit, Miguel Pablo? Muss ich mir dieses Video anschauen? Da ist irgendwie. Hä? Ich. What? Ich glaube, ich kann da nicht. Ich werde nur noch Hä und sagen. Oh nein. Oh nein. Oh nein.
Okay, was kommt hier? Warum kennst du noch seinen Namen? Das verletzt mich gerade unnormal. Hey Leute, an erster Stelle freue ich mich für Mehmet, okay? Und natürlich für meinen süßen neuen Freund. Ich danke meiner Community, meiner Mom, meinem Vater, meinem Ex-Freund, Sascha, meiner Schwester, meinem Cousin. Er ist gerade 20, okay. Ich wollte euch einfach nur mal sagen, wie sehr ich euch für eure Unterstützung dankbar bin. Hauptsache, Alessio geht's gut. Du bist die Ich bin ein normaler Mensch. Schreibt jetzt in die Kommentare, wo es, falls ihr bis hierhin gelesen habt. Hier gibt es keinen Platz für Also gut, vor vielen Jahren sah das ein bisschen anders aus, aber gut, Vergangenheit ist Vergangenheit, aber okay. Und Intoleranz. Akzeptiert jeden Mensch, wie er ist und bleibt euch treu und behandelt jeden Menschen mit Respekt und schreibt bei ABK unter seinem neuesten Video Haram. Ah ja, einfach um ihn zu ärgern. Und gebt einen Daumen nach oben, falls ihr mehr Videos mit meinem neuen sehen wollt. Abonniert mich unbedingt, und weil ich mehr Abos brauche, um mich besser zu fühlen. Ah ja, ich eigentlich auch. Danke. Ich jetzt mal die Aufmerksamkeit, um zu sagen, dass bald neuer Aber ey, es ist gut gemacht, ja. Also, es folgen natürlich noch tägliche neue Videos. Bleibt gespannt. Ich hoffe, ihr genießt die Woche und habt schöne Adventstage und auch ein schönes Weihnachten. Mein Vater hat heute Ich in diesem Moment natürlich Er nutzt diesen Moment aus. Warum lese ich immer noch? Papa, ich liebe dich von ganzem Herzen. Wenn ihr schon dabei seid, dieses Video zu gucken, könnt ihr gerne meine anderen Videos abchecken. Oh mein Gott. Folgt mir gerne auf Instagram, Miguel. Oh Gott. Grüßt an alle meine Freunde, an jeden, der gerade das hier liest oder auf dieses Video reactet. Boom, Digga! Ja. Grüße gehen zurück, Miguel. An Unge. Oh. Okay. Ja. Ich liebe dich, Unge. Du bist mein Idol und. Oh Mann. Ich meine, es geht 2 Minuten. Der streckt das so safe auf 10 Minuten. Wenn wir uns dann oder zusammen mit den Sonnenuntergang. Also Leute, Love, Peace und Harmony. Love is love. Always stay fresh. Euer Miguel Pablo. Und ihr fragt euch bestimmt, warum der lange Abspann. Punkt, Punkt, Punkt. Ich musste das Video auf 10 Minuten strecken. Oh, nice. Okay, der Schluss. Ja, der Schluss kann ich ihm. Ja, aber. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob er der jetzt alle Hops, gute Haar genommen hat oder ob er, was ist da wirklich los? Ich bin heute wirklich schon müde und dieses Video hat mich zwar ein bisschen aufgewundert, also das Ende zumindest und auch wo ABK da hingekommen ist, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich jetzt gerade richtig verwirrt. Ich hätte mir das Video nicht anschauen sollen. Naja. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns. Haut rein. Tschö, bitte. Peace, peace.